Hallo, ich begrüße euch ganz recht herzlich hier bei Reisemobile Dülmen. Mein Name ist Peter. Ich bin's, Colin. Wir sind heute im Duo, genau. Und wir würden euch heute ganz gern zusammen einen Van vorstellen, und zwar den Forster Ventesi 636 EB für Einzelbetten. Schauen wir uns an, wir laufen mal ums Auto. Colin, weißt du, um was für einen Triebkopf es sich hier handelt? Klar, wir haben hier einen Fiat Ducato verbaut mit 140 PS, ist aber auch optional mit 180 PS möglich. In dem Fall ein Schaltwagen. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal ums Auto und gucken uns das Auto mal im Detail so ein bisschen an. Machen wir. So. Colin, wie sieht's aus? Die Maße des Fahrzeugs, hast du das auch im Auge? Habe ich auch. Und zwar haben wir hier eine Länge von 6,36 Meter, wie der Name schon sagt. Wir haben hier eine Höhe von 1,65 Meter, 2 Meter, 2,65 Meter und eine Breite von 2,05 Meter. Genau. Ja, das Fahrzeug ist mit 16 Zoll Leichtmetallfelgen ausgerüstet, original Fiat, elektrisch verstellbare Spiegel. Wir haben hier im ersten Step den Zugang für den Landstrom 230 Volt. Dann haben wir hier von dem Truma Boiler den Zugang. Ja, dann haben wir als nächstes die Klappe für unsere berühmtes Headford-Toilette. Auch ganz praktisch ein Fenster am Bad, auch immer ganz nützlich. Das stimmt, ja. Kann man immer leicht öffnen, kann sofort die feuchte Luft rauszirkulieren. Hier haben wir das Dinettenfenster, ein sehr schön großes Fenster. 2,65, hattest du schon gerade gesagt. Ja, dann gehen wir mal zum Heck weiter, würde ich sagen. Ja, das Heck. Klassische Fiat Ducato Heck, ne? Genau. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, da auch Fahrradträger zu installieren. Einmal an die Hecktüren oder auch optional eine Anhängerkupplung nachrüsten und dann den Fahrradträger auf die Anhängerkupplung stellen. Ich sehe gerade schon, eine Rückfahrkamera-Vorbereitung hat er auch schon. Ja. Das heißt, man müsste nur noch ein Display einbauen lassen. Ja, und mit einem Navigationssystem, genau, aktueller Bauart, ist das natürlich auch kein großes Thema. Das könnten wir dann auch bei uns in der Technik nachrüsten. Da haben wir alle Möglichkeiten, wie ihr wisst. Dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter ums Fahrzeug. Einmal die Tür aufmachen, bitte. Dann gleich die Tür aufmachen und gleich mit der Tür ins Haus fallen, sozusagen. Aber bitteschön, Patrick. So, was haben wir hier alle sitzen? Auf der linken Seite erstmal der Gaskasten. Für 2,5 Kilo Gasflaschen ist hier Platz. Ja, halt noch mal einmal auf, genau. Oder wir können auch mal die Tür ganz öffnen. Ja, ein bisschen fester reindrücken. Ja, Vorsicht, Fenster. So haben wir ein bisschen mehr Luft. So, dann können wir noch mal intensiv schauen. Das ist ein ganz interessanter Fahrzeugaufbau. Das ist ein sehr modularer Fahrzeugaufbau. Wir können das Fahrzeug, je nachdem, was wir und wie viel wir transportieren wollen, ändern und anpassen. Ihr seht hier unten zwei Verzurösen. Das würde so im ersten Moment eigentlich keinen großen Sinn machen, weil wo soll ich da was hinverzurren? Aber wir können diese Zwischenablage entfernen, wir können diesen Schrank entfernen, indem wir eine ganze Menge Stauraum nochmal vorfinden. Und da seht ihr auch schon gleich die Schrauben, die man lösen kann. Und dann kann man das ganze Schrankelement entnehmen und man kann den Zwischenboden auch entnehmen. Und man hat dann über diese Breite tatsächlich die Möglichkeit, das Fahrzeug zu beladen. Bis zum Durchgang oder noch darüber hinaus. Also kann man quasi seinen Trip individuell immer anpassen, richtig? Ganz genau, ja. Wenn ich also vielleicht am Wochenende unterwegs bin und habe keine Fahrräder dabei, dann habe ich die Möglichkeit, hier meine Textilien noch unterzubringen oder andere Sachen. Ja. Und wenn ich aber sage, ich möchte gerne mit dem Rad fahren vor Ort, dann würde ich das alles entnehmen,
den Lattenrost aufstellen, befestigen rechts und links und dann könnte man hier bequem zwei Fahrräder nebeneinander stellen. Eine sehr coole Idee. Ja, möchte ich auch sagen. Auch hier die Hecktüren, beide mit Thermopinverglasung, natürlich mit Verdunkelungsplissé und Fliegengitter. Auch sehr schön, hat nicht jedes Fahrzeug. Oberschränke auf jeder Seite. Das ist für zwei Personen immer mehr als ausreichend in diesen Vans. Da kann man schon einiges unterbringen. Warst du auch schon mal mit so einem Van unterwegs? Klar, ausprobiert habe ich es auch schon mal. Natürlich, dadurch, dass wir auch die Möglichkeit haben, dass wir Vermietfahrzeuge zur Verfügung stellen. Bietet sich das an, ganz genau. Außerdem müssen wir auch immer alles ausprobieren, um dann euch wirklich sagen zu können, wir wissen, wovon wir sprechen. Ich würde sagen, ich mache die Tür hier wieder zu. Ja, mach zu, dann gehen wir weiter ums Fahrzeug. Dann haben wir hier als nächstes gleich den Frischwassertank. Ja. Mit 100 Liter Fassungsvolumen. Oh ja, schön. Und hier unten direkt auch den Abwassertank, ja, wo wir hier 90 Liter Fassungsvolumen haben. Ah ja, das ist immer eine kleine Differenz zwischen Frischwasser und Abwasser, weil wir haben ja noch den Boiler, der dann halt das Wasser aufbereitet und der fasst meist 10 Liter. Und somit haben wir dann ein ausgeglichenes Verhältnis von Frischwasser und Abwasser. Ja. Perfekt, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Schauen wir uns mal von innen an. Würde ich auch sagen. Und wir nehmen euch natürlich mit. Die Treppe hier auch elektrisch ausfahrbar? Ja, ist schon eine Hilfe, denn der Einstieg ist doch recht hoch. Und wenn man dann wirklich keinen Einstieg hätte, wäre es ab und zu wirklich eine anstrengende Geschichte. Zumal, wenn man ein paar Mal rein und raus möchte. Bevor wir einsteigen, Peter? Ja. Ich sehe hier, man kann, glaube ich, noch den Tisch draußen auch einhängen lassen, richtig? Kann man tatsächlich. Man kann den Tisch innen abnehmen und dann hier draußen anhängen. Ist halt immer ein zweischneidiges Schwert, weil wenn wir das tun, haben wir natürlich keine Chance mehr, das Fliegengitter einzusetzen. Und da sollte man sich das Ganze schon überlegen. Am späten Nachmittag oder so ist es sicher sinnvoller, das Fliegengitter zu nutzen, als den Tisch draußen hinzustellen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, was jetzt hier bei diesem Fahrzeug noch nicht ist, noch keine Markise angesetzt. Aber wir können natürlich bei uns in der Technik auch eine Markise dazu nehmen. Und das ist immer so der schönste Aufenthalt draußen. Markise ausfahren, Tisch, Stühle und dann Fliegengitter zu im Wagen. Man kann draußen sitzen und im Wagen bleibt man befreit von irgendwelchen Moskitos. Da hast du recht. Ja. Alles klar. Willst du mal zuerst einsteigen, Colin? Kann ich gerne machen. Vielleicht gleich mal auch den Beifahrersitz drehen und da Platz nehmen. Stimmt, die sind ja alle dann drehbar hier. Dann haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten. So. Ja. So, und ich nutze dann mal hier gleich die halbe Dinette, die hier zur Verfügung steht. Oh ja, das ist schon sehr angenehmer Sitzkomfort. Das macht schon Spaß. Der Patrick hat wieder daran gedacht, hier alles schön einzudecken. Danke dafür. Da fühlt man sich gleich viel wohler in so einem Fahrzeug. Ja, hier sieht man mal den Triebkopf von innen. Multifunktionslenkrad, Schalter, Klimaanlage. Dann haben wir USB-Stecker vorne auch im Cockpitbereich. 12-Volt-Steckdose. Verdunklungsplissés, ganz wichtig, genau. Das ist schnell mal aufgeklappt. Vielleicht kannst du auch mal da an der Fahrerseite das Ganze kurz vorführen, dann sieht man kann das, ich gerne einfach, mal demonstrieren, wie einfach das funktioniert. Hier oben einhaken und zack. Ja, das wunderbar schon befestigt. Vorne an der Windschutzscheibe wird das Ganze von unten nach oben gezogen, auch recht unkompliziert. So, und dann, wenn man an seinem Fahrziel angekommen ist, hat man nach ein paar Sekunden das Fahrzeug verdunkelt. Keiner kann mehr reinschauen. Alles möglich. Aber man kann es auch ein bisschen nach unten schieben. Und dann kann man noch mal rausschauen von innen. Aber die Leute, die draußen um das Fahrzeug gehen, die können nicht von außen reinschauen, weil sie da nicht groß genug sind.
sicherlich eine ganz angenehme Dinette. Wie fühlst du dich wohl auf deinem Beifahrersitz? Ich habe hier auf jeden Fall ausreichend Platz. Wie man sehen kann, ich komme auch noch gut am Tisch dran. Ja. Ich kann mich nicht beschweren. Nö. Könnten wir schon so einen Abend mit Gläschen Wein gut gestalten, wir beide. Ich sehe schon, die Flasche steht auch schon bereit. Ne? Ja, ja, ja. Aber unser Hauswein übrigens bekommt jeder, der ein Auto kauft, weil es das eine Motivation sein sollte für ein neues Fahrzeug, ist immer dabei. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter durchs Fahrzeug. Genau. Stellst du uns mal die Küche vor, dann tauschen wir mal die Plätze. Genau, zur Küche kann man eigentlich nicht viel sagen. Wir haben hier ein klassisches Spülbecken mit zwei Gasflammen. Genau, und Peter hat da noch eine coole Option, die man ausklappen kann. Ja, damit man das Ganze so ein bisschen größer gestalten kann, hat man hier die Möglichkeit, das Ganze noch mal etwas zu verlängern. Und um das Ganze, um hier auch noch mal ein bisschen zusätzliche Schnittfläche zu haben. Schön ist an diesem Ofenspülelement, möchte ich sagen, dass das so vom Ofenbereich, vom Kocherbereich in die Spüle übergeht. Dann kann man das Ganze im Kocherbereich einfach reinigen und dann halt das Schmutzwasser direkt in die Spüle leiten. Stimmt, das ist ein guter Aspekt. Man kommt ja hier auch gut überall dran. Ja, ja, ganz genau. Fangen wir das wieder weg. Dann haben wir hier auch noch mal zwei Regale, um Kleinteile unterzubringen. Unter der Küche auch noch mal ausreichend Platz, um das Besteck oder das Geschirr zu verstauen. Große Schubladen mit Geschirreinsatz, Besteckeinsatz. Noch mal eine Schublade, mach ruhig mal auf, lass mich mal reinschauen. Gerne. Ja, das wäre, ja, das ist doch wirklich schön ausladen, da kriegt man einiges unter. Softclose hat er auch. Natürlich. Und da auch noch mal etwas tiefer für Töpfe, Pfannen. Ja, da möchte ich sagen, hat niemand ein Problem, da all seine Küchenutensilien unterzubekommen. Oberhalb des Gaskochers nochmal ein großer Oberschrank. Und du stehst vorm Kühlschrank? Ich stehe vorm Kühlschrank, genau. Kompressorkühlschrank, wie ich richtig verstanden habe. Kompressorkühlschrank, ja. 90 Liter im 636, in dem wir hier sind. Da hat man schon die Möglichkeit, wirklich einiges unterzubringen. Ne? Mit Tiefkühlfachbereich. Und darunter auch nochmal ausreichend Platz zum Verstauen. Ja, ganz genau. Ein wirklich schönen Schrank. Da kann man dann entweder Textilien nochmal unterbringen oder auch nochmal Zubehör für die Küche. Je nachdem, woran es einem fehlt. Und links von dir sehe ich die Nasszelle des Fahrzeugs. Ah ja, dann machen wir das mal so. Lassen wir mit dem Patrick einmal durchgehen. Dann kann der Patrick sich dann auch nochmal einen Blick von der Toilette verschaffen, von der Nasszelle. Ja, eine recht schöne Nasszelle, ich würde sagen ausreichend groß. Toilette mit Drehsitz auf der einen Seite, darüber dann der Waschtisch, Spiegelschränke. Dann haben wir nochmal Oberschränke, hier auf der rechten Seite dann der Duschbereich. Das Wasser ist übrigens, das Holz ist übrigens nicht, nimmt kein Wasser auf. Das ist also kunststoffbeschichtet und da kann man dann halt auch ohne Duschvorhang einfach direkt duschen. Man hat aber auch die Möglichkeit, hier so einen kleinen Duschvorhang aufzuhängen, um zumindest Waschtisch und Toilette abzutrennen, damit man da nicht immer nachwischen muss. Ja, doch wirklich ausreichend groß, würde ich sagen, Colin. Genau, wo wir schon beim Thema groß sind. Ich sehe, du hast ausreichend Platz hier im Fahrzeug. Ja. Ich glaube, wir haben hier eine Stehhöhe von knapp 1,90, richtig? Ja, ich bin so 1,80 und da hängen dann locker noch 10 cm drin, möchte ich auch sagen. Und da kann man sich schon schön bewegen. Man hat hier an keiner Stelle den Eindruck, dass es irgendwie eng wäre, dass man nicht zurechtkommen könnte, dass man irgendwie hängen bleibt. Nee, ich möchte sagen, das ist schon schön durchdachtes Raumgefühl und auch eine angenehme Raumumsicht. Ja, jetzt haben wir hier den Heckbereich und das ist dann natürlich auch der Bettbereich. Wir haben jetzt hier die Matratzen nicht ausgepackt, aus hygienischen Gründen machen wir eigentlich nicht. Aber ich glaube, man kann auch alles mündlich darstellen, was wesentlich ist. Wir haben hier, hast du die Bettenmaße im Kopf, Colin? Weißt du das? Die weißt du aber, oder? Die weiß ich aber, ja, ganz genau. Wir haben also auf jeder Seite 1,90 Liegefläche. Wir haben
die Möglichkeit, hier so zu gestalten, dass wir entweder zwei Einzelbetten haben und man dann halt auch einen Durchgang öffnen kann, sodass man dann halt rechts und links einsteigen kann. Wir können es aber auch so machen, dass man wirklich eine komplette Liegefläche daraus baut. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, wenn man, selbst wenn man sehr groß ist, ein bisschen diagonal sich einzuordnen, dann unterzukommen. Wir haben übrigens auch eine schöne Ambientebeleuchtung noch hier. Kann der Colin vielleicht was zu sagen? Zudem zwei sehr schöne Leselampen, die wir in quasi jede Richtung bewegen können, wie man sehen kann. Und zusätzlich an beiden Lampen noch USB-Steckdosen verbaut. Oh ja, das ist natürlich schön. Wenn man da über Nacht sein Handy laden möchte, da ist das kein großes Problem. Und jeder hat auch noch mal eine Leseleuchte fürs Bett. Wir haben hier in der Decke ein 40-40 Heki und das könnte man natürlich auch durch einen Max-Van ergänzen, um da vielleicht optimal die Klimatisierung zu gestalten, um dann halt so Klimaspitzen wegzunehmen, dass es nicht zu heiß wird im Fahrzeug und, und. Dann wären wir auch schon wieder am Schluss des Videos. Nee, das Wichtigste hast du doch vergessen. Echt? Was kostet denn der Spaß? Der Spaß kostet knapp über 61.000 Euro und somit, glaube ich, wirklich ein tolles Einsteigerfahrzeug, was alle Möglichkeiten bietet. Ideal für zwei Personen, ganz ausreichend genau. Platz. Ja, da steht der Europatour nichts im Wege. Wenn es euch gefallen hat, wäre schön, wenn ihr den Daumen hoch lassen würdet und Fragen in die Kommentare. Wir beantworten alle Fragen sehr gerne. Aber natürlich, das Schönste ist, wenn ihr zu uns kommt, zu Reisemobile Dhön, und euch hier vor Ort die Fahrzeuge mit uns zusammen anschaut, hat immer einen ganz anderen Eindruck. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Video ciao. Nicht vergessen, zu liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin.